So, da sind wir wieder bei Plants vs. Zombies. Ich begrüße euch, meine Freunde. Und, wir machen weiter. Und zwar, die will ich mitnehmen. Die muss ich mitnehmen. Die will ich mitnehmen. Haben wir einen Leiter-Zombie? Oder irgendwas, was überhaupt drüber steigen könnte? Nee, eigentlich nicht, ne? Es würde sich anbieten, die mitzunehmen. Aber ganz ehrlich, ich bin mir diese Runde sowieso so unschlüssig, was ich mitnehmen soll. Also theoretisch könnten wir es so machen. Theoretisch. Ich kann es versuchen. Ich kann es versuchen. Ich kann es aber auch nur wirklich nur versuchen. Weil diese Runde kommen, glaube ich, wirklich 3 Waves und da kommen diese fetten Zombies. Und das wird nicht lustig. Das wird wirklich nicht lustig. So. Aber da muss ich ja vorandenken, einfach. Okay. Auf die Way Lane hier muss. Ich brauche die Melon Pools dann auch ganz, ganz schnell. Wenn ich davon nämlich 2 Reihen habe, sind wir eigentlich schon imbar. Aber wirklich imbar. Aber bis dahin ist es halt auch ein langer Weg, weil 300 Sonnenlicht sind nicht gerade billig. Und ihr habt ja eben gesehen, wir hatten einfach mal richtig, richtig wenig Sonnenlicht. Aber naja, man wird sehen, was draus wird. Ich will es eigentlich so machen, dass ich einfach nur eine Reihe Mais-Shooter habe und nicht unbedingt unnötig Sonnenlicht ausgebe, damit ich dann gleich in der 2. Reihe die Fetten anpflanzen kann. Ich mache jetzt auch direkt mehr Sonnenlicht. Und dann im Endeffekt brauchen wir ja hier schon was gegen die fetten Zombies. Nein, warte mal. Ich müsste eigentlich auch hier hin, ne? Können wir die Walnuts setzen. Und dann sollten die Walnuts schon mal ein bisschen was abhalten. Später können wir die gegen die Tallnuts austauschen. Aber solange wir noch wenig Sonnenlicht haben, müssen wir erstmal ein bisschen was sammeln. Oh, du kommst mir gerade zu, was von ungelegen, Zombie. Wenn du ein bisschen Butter schmeißt, dann könnten wir noch bis 200 Sonnenlicht aushalten, aber wird eng, wird eng. Wird eng, wird eng, wird eng, wird eng. Hab ich schon erwähnt, dass es eng wird? Oh, wir haben's. So, und jetzt können die nämlich so ein bisschen davon werfen. Und das macht richtig Damage. So. Was, hier ist noch kein Ding? ETF? Warum nicht? Okay. Dann müssen wir vielleicht eine hiervon setzen. Aber die brauche ich eigentlich gleich auch. Die kann ich eigentlich gar nicht verschwenden. Die kann ich eigentlich gar nicht. Die kann ich wirklich nicht verschwenden. Die kann ich echt nicht verschwenden. Hier kommt auch einer. Im Endeffekt wird das richtig heavy. Alter, das wird richtig heavy. Ich habe ja eigentlich. Nee, da unten steht auch noch keiner. So, jetzt steht da unten einer. Das ist schon mal gut. Huch, aus dem Fenster rausgeklickt. Menno! Warte mal. Habe ich aus dem Fenster rausgeklickt? Game Post. Das ist dieser Klo-Zombie. Naja, das ist schon ganz nett gemacht. Okay. Brains. Ja, Brains. Gib mir dein Gehirn. So, jetzt sammeln wir für die erste Wave. Wir können es nicht anders machen. Wir müssen für die erste Wave. Es fällt mir schwer. Es fällt mir wirklich schwer. Aber ich habe das jetzt einfach mal dahingesetzt, weil es wirkt einfach. Man sieht es. Es köpft einfach. Wirklich, wirklich, wirklich schnell. Ich habe wieder rausgeklickt. Also ich muss mir das mal angewöhnen, nicht rauszuklicken hier, ne? Oh, das ist ja voll uncool, so. So, und da unten kommt noch einer. Der müsste eigentlich. Puh, da haben wir ja schon fast alle Lanes voll. Und alle Sonnenblumen haben wir auch noch nicht. Ist natürlich auch ein wenig behindert. So. Jetzt sammle ich einfach mal schon Sonnenlicht für die hier.
Du kannst schon mal das jetzt fertig machen. So, dann haben wir alle Sonnenblumen. Wir haben alle Sonnenblumen. Sehr gut. So. Da haben wir die. Wenn der jetzt nämlich weg ist. Jetzt müssen wir Sonnenlicht sammeln. Jetzt geht's aufs Ganze. Wo kommt der fette Typ? Wo kommt der fette Typ? Kommt der überhaupt? Ach, der macht ja auch Gruppendamage, ne? Soweit ich das in Erinnerung habe. Also gleich kommt der fette Typ. Gleich kommt der fette Typ. Oh, ich habe Angst. Okay. Eigentlich muss ich keine Angst haben, weil ich habe soweit alles an Bomben und was ich so brauche. Vielleicht kommt er auch in der ersten Wave nicht. Das wäre ja fast nett vom Spiel. Das wäre ja wirklich fast nett vom Spiel. Aber das Spiel ist nett. Es sagt mir, er kommt in der ersten Runde nicht. Das heißt, ich kann mich auf die zweite Wave gefasst machen. Ich habe mein Mikrofon angehauen. Sorry dafür. So. Pass auf, gleich kommt er um die Ecke. Spiel sagt dir so. Haha. Natürlich müssen wir auch die Tall Nuts machen. Obwohl es sich eigentlich gar nicht lohnt, weil wenn der fette Typ immer zuschlägt, sind beide einfach weg. Das ist ein bisschen schade, aber naja. Hier können wir mal... Yeah. Das geht alles auf deinen Eimer. Weil du doof bist. Macht einfach mit zwei Schlägen, macht er einfach Kopf ab. Alter. Ist einfach mal Imba. So. Bisschen Sonnenlicht sammeln wir auch noch nebenher. Das ist auch sehr gut. Kann ich das machen, ohne dass es mir sehr leid tut? Ja, kann ich eigentlich machen. So, da ist eine Münze, die spawnt. Oh nein, wir haben eine Münze verloren. Zack, zack, zack. Wo kommt der denn her? Alter, bitte. Bitte mach den tot. Mach den tot. Bevor er hier ankommt. Danke. Hilfe. Wenn er nämlich explodiert, haben wir ein echtes Problem. Der macht nämlich... Der reißt nämlich alles mit in den Tod, was um ihn herum steht. So, da kommen jetzt nochmal gleich ein paar Zombies, würde ich mal behaupten. Oder ist das schon... Ist das schon? Ich weiß es nicht. Wenn das jetzt schon alle Zombies waren, dann sammle ich jetzt lieber mal Sonnenlicht. Also wenn in der zweiten Wave kein Zombie, Big Zombie kommt, dann bin ich mir aber unschlüssig. Das Spiel mich verarschen will. Ich hau gleich einfach alles drauf, was ich habe. Kommt er? Oder kommt nur der da? Ja, den kriegen wir doch schnell down. Ich tausche schon mal noch einen aus. 250 haben wir noch. Also 250 Sonnenlicht. Okay, er kam auch in der zweiten Wave nicht. Das heißt, er kommt in der Final Wave. Dürfen wir uns gefasst machen. Aber eigentlich sind wir schon mal richtig gut gewappnet. Also wir haben wirklich zwei Reihen von diesen Melonendingern und die Melonendinger machen wirklich viel Schaden. Also, merkt euch, liebe Kinder, Melonen kaufen und damit Zombies plätten. Funktioniert. Hundertprozentig. So. Jetzt kommt da noch so ein Ding. Heute nicht. Okay, der ist down. Der ist down. Okay. Jetzt kommt gleich die Final Wave. Ich habe Angst. So, und Bungee Jumpy Zombies waren natürlich auch da. Müssen ja dabei sein. Okay, oh. Genug Sonnenlicht haben wir. Das heißt, es sollte eigentlich
kein Problem sein, den Boss. Es ist, ich sehe es jetzt einfach mal als Boss an, weil er braucht schon wesentlich mehr Schläge als ein normaler Zombie. Das ist natürlich die scheiß Leiter da. Final Wave. Final Wave. Final Wave. Wir haben 450 Sonnenlicht. Gleich 500. Damit kommen wir eigentlich ganz gut über die Runden. Hoffe ich mal. Okay. Hier kommt der Erste hin. Ist nichts kaputt gegangen? Was ist denn jetzt für ein Wunder passiert? Da muss aber jetzt irgendein Wunder passiert sein, ganz ehrlich. So. Wir haben es geschafft? What the fuck? Geil. Homeowner. You have failed to submit to our Nightfall claim. Was? To our Nightfall claim. Be advised that useless you comply, we will be forced to take extreme action. Please remit your home and brains to us for with sincerely Dr. Edgar Zombos. Okay. Geil. Ich glaube jetzt. Oh, he is here. Better get ready. It's gonna be one heck of a fight. Ich glaube, das ist jetzt der Bosskampf. Den sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Tschüss. Yeah.